Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Display Maker Bellum. Der Inni heute als Gegner. Hat 7 MA mehr als ich, wunderbar. Also ein Even Match sozusagen. Mal schauen, was für schöne Karten wir bekommen. Joa. Ich nehme mal die Giant-Karte. Mal gucken, ob ich hier irgendwo mal sinnvoll Giants einbauen kann. Okay, jetzt erstmal nicht, auf jeden Fall. Jetzt mal kurz überlegen. Er wird wahrscheinlich Arclight spielen. Theoretisch könnte mir jetzt auch die Yakuza aber wegsnipen, so wie ich aufstellen werde. Aber das Risiko. Ich könnte ich jetzt auch was Fangster vorstellen. Aber die sterben dann auf jeden Fall, dann verliere ich die Runde sowieso. Ich werde die Runde wahrscheinlich sowieso verlieren, so oder so. Und die Fangs werden auf jeden Fall schon mal gute Blocker. Um einfach sicherzustellen, dass ich keiner Kugel snipe. Ich probiere das einfach mal, das mache ich nicht so oft. Von daher stellen wir die einfach mal hier so davor. Und dann gucken, was passiert. Ja, also Arclight waren zu vermuten. Alles gut. Den Arclight erwische ich sogar vielleicht mit dem hier. Okay, never mind. Ja, mal gucken. Die werden leider relativ schnell an den Arclights sterben. Weiß nicht, ob die noch von den. Teilweise zumindest. Mal gucken. Also, ich denke, dass ich die erste Runde verlieren werde. Punkt. Da gehe ich eigentlich relativ sicher von aus. Ein bisschen die Frage, ob ich hier noch einen guten Schuss hier in die Crawler reinkriege. Ja, ich glaube schon, ehrlich gesagt. Das sieht ziemlich vernichtend aus für die Crawler. Das Problem ist, dass meine Fangs halt jetzt noch relativ fix sterben, aber es steht auch sein erster Arclight. Leider noch einen Schuss raus. Der andere Arclight geht auf meiner Kuh, das ist an sich gut. Okay, ich kriege den Debuff ungefähr gleichzeitig mit ihm rein. Damit kann ich nicht leben. Das bringt mir jetzt halt gerade nicht so viel. Ja, das. Ich verliere die Runde, ne? Sieht man ja, weil ich habe keine Bodeneinheiten mehr. Keine Lufteinheiten, Anti-Air-Einheiten mehr so rum. Wäre jetzt mit Marx dann besser gelaufen? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Ja, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie jetzt wegportet. Also Missile Strike an sich wäre gut. Ich befürchte halt, dass er die eh einfach wegportet. Hier würde ich fast mit denen rechnen. Aber ich habe jetzt auch keine Lust, das unbedingt anzugehen. So, jetzt die Frage. Ich jetzt ein Schild aufstelle, habe ich noch 300. Ich muss halt eigentlich irgendwas gegen seine. An sich bräuchte ich Mustangs irgendwie. Der Schild ist, glaube ich, schon wichtig. Ich glaube, ich adde jetzt einfach nochmal eine Runde Kleinvieh. Ich glaube, dass die Fangs eigentlich gar nicht so schlecht sind. Eigentlich die Stormcaller sind auch nicht so. Immer es nochmal so. Mal gucken, wie er damit umgeht. Die will ich nächste Runde adden. Denke ich. Ich dass es hier. Ne, stimmt nicht. Ich hätte gedacht, dass er vielleicht anfängt, die wegzuporten. Da steht jetzt nächste Runde Mustangs hin, denke ich.
Das Schild verliere ich jetzt leider auf jeden Fall. Was nicht so geil ist. Die Runde sollte ich dafür aber gewinnen, aber es ist es, glaube ich, nicht wert. Ja, jetzt ehrlich, Mustangs auf jeden Fall. Und ich glaube, dann habe ich ihn ganz gut im Griff. Meine Crawler dürfen auch schön leveln. Down bekommen? Weiß man nicht. Haben wir gelevelt. Jetzt kommt der Rhino. Achso, den gibt es ja auch noch dabei, ja was. Habe ich natürlich das komplett ignoriert. Gut, ich glaube, die Runde verliere ich einfach, weil er jetzt vielleicht das macht. Ich weiß es nicht. Ich habe auch komplett ignoriert, dass das jetzt kommt. Das war nicht so schlau, wobei die Stormcaller gar nicht so schlecht dagegen. Ich ignoriere es jetzt einfach. Ich hätte jetzt einfach Mustangs, weil ich denke, dass ich die brauche. Punkt. Und ja, ich könnte es auch Marksman adden. Tralala. Lohnt sich aber, glaube ich, nicht. Das lohnt sich, glaube ich, einfach nicht. Ja, ich glaube, dass die von hier reinfahren, da habe ich auch noch ein bisschen Schutz, falls irgendwas kommt. Jetzt kann ich noch eine weitere Einheit platzieren. Ich könnte aber hier Crawler davor setzen, dann sterben die schneller. Macht, glaube ich, Sinn. Wahrscheinlich macht es einfach so auch Sinn. Let's try it. Ja, er hat auch den Schutz genommen, okay. Und hier kriege ich jetzt den Rhino rein. Der wird ein Problem, keine Frage. Das ist der Q. Okay, deswegen ging es letzte Runde auch nicht dauern. Okay, okay. Ja, ja. Okay. Crawler Spam. Jetzt aber ist der Q leider. Das ist nicht so hilfreich. Ich glaube, es wäre vielleicht mal ein Game, um vielleicht dann doch mal die Anti, den Flächenschaden von den Mustangs auszugeben. Muss ich mal gucken. Ich muss vor allem jetzt was gegen den Rhino machen. An sich brauche ich irgendwas mit Beam Damage. Also ich brauche entweder einen Melting Point. Achso, ich habe Giants, ne? Das wäre vielleicht aber die sinnvollste Lösung hier, weil. Warum denn eigentlich nicht? Smoke ist für ihn sehr strong, für mich leider komplett nutzlos. Leider, leider. Ja gut, dann nehme ich das hier einfach mit. Macht er vielleicht auch. Dann kann er mir einfach meine Mustangs hier unten wegnuken. Wäre zumindest eine Option für ihn. Er stirbt eh nicht, ne? Wir machen das mal so. Dann adden wir jetzt einfach den Melting Point. Ich hatte überlegt, hier das Area Damage auszugeben. Ich hätte es eigentlich auch gerne gemacht. Boah, schwierig.
glaube, das funktioniert nicht, Gott sei Dank. Das hier klappt. Okay, ich habe es, glaube ich, im Griff jetzt. Ah ne, mein HQ geht doch trotzdem down, weil ich das Ding scheiße platziert habe. Ja, okay. Haben die jetzt Crawler von ihm? Kann ich mal anklicken? Ne, haben keinen Replika, okay. Immerhin das. Problem ist aber, dass jetzt darüber geht, heißt, ich gleich noch einen Debuff rein, aber eigentlich sollte. Ich verliere halt gleich Zeit, gut, ist halt dumm, weil das mir jetzt unnötig viele Einheiten wieder kostet. Aber es geht noch, ne? Die Raketen müssen jetzt gleich wieder Schaden machen. Sonst geht der down, genau, jetzt gehen die ganzen Crawler down. Jetzt kann ich auch gleich hier auf den Rhino drauf gehen. Okay. Ne, hätte schlimmer laufen können, die Runde. Ich habe im Endeffekt gewonnen. Ja. Gut. Ich denke mal, wir den Orbital Javelin machen. Mal schwer davon aus. Ich weiß es natürlich aber nicht. Also wenn ich er wäre, würde ich es machen. So, wir machen jetzt einfach mal den Move. Vielleicht portet er die weg. Vielleicht auch nicht. Ja, hier steht einfach zu viel geklumpt. Einfach 9 hier hin. Da stand natürlich besser, ne? Keine Frage. Aber da sollte er auch noch funktionieren. Und dann geben wir denen Area Damage. Dass aber die Crawler jetzt richtig schnell sterben. Dann adden wir einfach nochmal welche davon. Und ich. Ja doch, auch wenn es lohnt sich. Das war obvious. Aber leider habe ich jetzt hier keinen guten Schaden. Ich hätte drüben auch einen Rhino gebraucht. Das heißt, der kommt wahrscheinlich einfach durch. Oder? Die Adlerie macht's vielleicht. Okay, die Adlerie macht's. Wunderbar. Aber hier ist er durchgekommen. Okay, in dem Moment, die Adlerie macht's nicht. Er hat da irgendwie gut hinbekommen im Endeffekt. Okay. Und den noch down kriegen wenigstens. Okay, ich gewinne trotzdem die Runde. Die Frage ist halt, wie viel man überlebt. War anscheinend doch einiges, weil jetzt kommt nochmal ein einzelner Crawler rein, mit dem er nochmal einen Schlag nach hinten machen muss und dann sollte das auch funktionieren, denke ich. Yep. Gut. Barrier ist jetzt hier nicht falsch, denke ich. Die kann man mitnehmen. Ich würde auch das Argumentieren für die Mustang. Vielleicht mache ich es einfach mal so. Den dazu. Und dann werden die gelevelt. Mustangs aber das Wichtigste sind in diesem Spiel. Eine Idee noch, was ich gerne machen würde. Den setze ich mal davor. Dann kaufe ich nochmal einen Crawler. Weil es gelevelt, von da wird es nicht so viel bringen. Aber ich finde die Idee trotzdem lustig. Also let's go.
Replikate ausgegeben, aber eigentlich müsste ich das mit meinen Mustangs im Griff haben, denke ich. Ich könnte mich auch täuschen, aber nee, es klappt. Zack, der ist tot. Die ziehen die alle weg. Ach, das ist ein Traum. Aber das ist kein Traum hier. Okay, ich muss meinen Hakuma beschützen, ich Idiot. Punkt. Weil Haku verlieren mit Replika ist halt. Ja, okay, ich habe die Runde verloren. Also das Spiel noch nicht, aber die Runde ist sowas von kaputt. Oder? Ja, wobei es geht. Aber jetzt ist das hier auch wieder kaputt, das sagt, ja, ich bin so ein Idiot. Vielleicht soll ich auch einfach Haku hier mal upgraden oder so. Ah, gut, was. 1000 Schaden, bisschen mehr. Ach Gott, war das dumm von mir. Das hätte eigentlich mein Sieg sein können, wenn ich meine Kuh nicht verloren hätte. Giant Hunter, das lohnt sich für ihn aber auch nicht wirklich. Javelin kommt nächste Runde wieder. Ich könnte den jetzt theoretisch upgraden für for free quasi. Ich könnte ihm aber auch einfach Wespen hinten reinkloppen. Ich glaube, das ist ein größerer Effekt. Er kann natürlich seine Phoenix einfach wegporten. Macht die erst ganz leicht zurück. Und dann den hier. Die sind nicht slowbar, okay. Hatte ich aber eh nicht vor, die zu slowen. Jetzt einfach mehr von denen. Zweifel könnte das reichen, ne? Gut, wir setzen auf jeden Fall hier noch ein paar Schilde rein. Die Reichweite hätte ich gerne noch. Speed ist jetzt nicht so entscheidend. Ja, egal. Habt ihr das verschwendet einfach. Kriege ich die down schnell genug? Ich weiß es nicht. Aber es wird schwierig. Ich glaube, ich verliere meine Kuh wieder. Ja, und gerade so in Time, ey. Aber wenn ich, sobald mein Debuff aus hat, hat er einen Debuff drauf. Das hilft mir auf jeden Fall. Ich glaube, ich gewinne die Runde. Naja, sollte eigentlich reichen. Auch wenn der Rhino jetzt hier ordentlich aufräumt, das war der letzte Rhino und achso, hier kommt ja auch noch meine Armee von unten wieder angelaufen. Ja, GG. Ich glaube, Schilde auf meinen Banks wäre auch nochmal wichtig gewesen, wenn ich mir das angucke. Auf ein neues Meat Shield, ne? Also. Das war jetzt hier schon so ein massiver Versuch, hier mit Crawlern durchzukommen. Und das hat leider auch schon nicht gut immer noch funktioniert. Also ich hatte hier die Mustangs haben nicht gereicht, ne? Also hierfür schon. Also die hätte ich vielleicht auch verkaufen sollen, die Crawler. Ich weiß nicht. Vielleicht hätte ich es machen sollen. Ich hätte wirklich versucht, mich zu Rhino rushen, zu Crawler rushen. Und so schlecht hat es auch gar nicht geklappt. Vielleicht hätte ich auch einfach den Crawlern von mir. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen. Den Crawlern von mir Asset geben. Und dann einfach hier vorne an die Front ein paar stellen, die dann vielleicht zur Sicherheit lieber verkaufen, bevor dann der Melting Point drin steht. Aber das hätte ich auch noch machen können, wenn es schief geht. Das wäre vielleicht eine Idee gewesen mit dem Asset. Weil dann ist ja nicht nur so, dass das Essen macht ja keinen großen Schaden in Crawlern, aber es macht ihr dann diese Krütze hin und wenn dann noch andere Einheiten mit draufschießen, dann sterben die super schnell. Wäre vielleicht eine Option gewesen. Wobei dann halt auch Mustangs eigentlich mit draufschießen müssen, weil wenn die Stormcrawler die Crawler treffen, können sie aber auch gegen die Rhinos hätte vielleicht was gebracht. Dann weiß es nicht.
Man weiß es nicht. Melting Point Upgrades hätte ich wahrscheinlich auch am ehesten Energy Absorption ausgegeben. Ist halt echt die Frage, ne? Aber ich glaube, an sich ist es eine ganz gute Kombi. Halt einfach die Mustangs, die die kleinen Viecher killen. Und die Melting Points, die dann halt einfach tanky werden. Hätte schon klappen können, aber die hier haben wir gar nicht so krass aufgelevelt, leider. Der hat jetzt letzte Runde aufgelevelt. Ja, war halt blöd, dass er hier wieder durchgekommen ist, ne? Und leider, oh gut, hätten die Mustangs hier auch wieder gelevelt. Von daher wäre es vielleicht, wer weiß, vielleicht hätte es nicht so geklappt. Ja, aber diese Level 3 Crawler hier, die sind einfach durchmarschiert. Zusammen mit den Rhinos, das war schon heftig. Ja, aber mal wieder eine interessante Runde, mal wieder ein bisschen Variation im Spiel, ne? Gucken wir noch gerade auf die MA, es wird ungefähr 20 sein, vielleicht 21, ich glaube jetzt 20, 21, sehr schön. In dem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen, gerne ein Abo da lassen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.